Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich möchte heute ein bisschen über die heilige Geometrie sprechen, über diese Wirkungsweise von Formen auf Materie, auf Wasser. Warum wirkt das? Gibt es ein Erklärungsmodell, warum solche Formen eher eine Wirkung erzeugen können? Das möchte ich gerne heute wissen von einem wunderbaren Menschen, der mich heute auch wieder beehrt und besucht. Das ist der Dr. André Peter und wir sind gleich für Sie da. Bis gleich. So, herzlich willkommen, lieber Peter. André. Siehst du, schon wieder. Nein, wirklich, schon wieder verkehrt. Alles okay. Also, kein André Problem. Ist der Vorname. Ja, sicher. Und Peter ist der Nachname. Aber das hatte ich das letzte Mal richtig gesagt. Nee. Nee, also gut, wieder. Also, egal, was spielt jetzt? Keine Rolle. Peter oder André? André. Also, hallo André. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren und jedes Mal habe ich ein Problem. Was ist es jetzt mit dem Vorname? Nichts Schlimmeres. Also gut. Gehen wir ins Thema der geometrischen Formen rein. Ich bin immer wieder fasziniert, nur schon beim Thema Wasser. Wenn ich eine heilige geometrische Form darunter lege, zack, habe ich sie. Richtig. Ja. Ich staune, wenn ich ins Makrokosmos schaue und ins Mikrokosmos, dass irgendwo diese heiligen geometrischen Formen sich immer wieder spiegeln. Das ist richtig. Ja. Die Mathematik kennt ja die Fraktale, nicht nur. Die zeigen ja eben, dass sich eigentlich der Makrokosmos im Mikrokosmos wiederholt oder umgekehrt, nicht wahr? Das sind immer wiederkehrende Grundformen, die eine gewisse Energie auch beinhalten. Eben, wenn du gerade vom Wasser gesprochen hast, es gibt ja das Gerät, das du auch kennst, nicht wahr? Um dieses Wasser aufzubereiten, um es eben hexagonal zu machen, nicht? Die hexagonale Struktur hineinzubringen, die eben bewirkt, dass das Wasser erstens mal haltbar ist, über längste Zeit, auch wenn Bakterien und Mikroben herum sind. Und dass es im Körper auch etwas bewirkt, nämlich den Körper auch ausrichten kann, ihm gewisse Strukturen geben kann, die für den Körper heilsam sind. Wie eben das Sechseck ist eine dieser Formen, nicht wahr? Man hat festgestellt, das ist auch uraltes Wissen, dass geometrische Formen in sich eine bestimmte Kraft haben. Nicht? Man weiß ja auch irgendwie um die, ja, wenn man so sagen will, Magie von geometrischen Formen, das wurde von Pythagoras an die Öffentlichkeit gebracht, zum Beispiel mit den Dreieck, mit den Berechnungsformeln, die man daraus ableiten kann, die zeigen, dass also alles einer ganz bestimmten Gesetzmäßigkeit folgt. Man hat an allen möglichen Orten der Welt hat man gesehen, dass gewisse Formen Energie beinhalten. Nicht? Es gibt einen ägyptischen Professor, der auch in Zürich an der ETH Vorlesungen hielt. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Ich weiß nicht, ob er immer noch tätig ist. Es gibt die Ortschaft Hemberg. Kennst du, nicht? Ja. Da sind im Kirchturm ganz gewisse Figuren aufgestellt. Wie kam es dazu? Man hat in Hemberg festgestellt, dass die Krebsrate in der Gegend enorm hoch war, überdurchschnittlich hoch, nicht? Man hat versucht, die Hintergründe zu finden, hat gemerkt, aha, da hat so und so viele Strahlungen, die da Einfluss nehmen, zum Beispiel elektromagnetisch, Starkstromleitungen und so weiter. Und er ist hingegangen und hat da gewisse geometrische Formen im Kirchturm aufgestellt, aus Holz. Und seitdem ist die Krebsrate markant gesunken wieder. Eben, das ist eben fast nicht zu fassen, aber ich habe was anderes mal getestet. Und zwar hatte ich wirklich blind mit Leuten gearbeitet und einfach nur ein Pentagramm an die Fensterscheibe mit dem Finger gezeichnet. Man sieht sie nicht. Und jedes Mal habe ich einen kinesiologischen Test gemacht über das Stehvermögen der Gäste drin, die nicht wussten, was ich gemacht habe. Und es war wirklich, die Trefferquote war 100%. Ja. Die Leute waren immer gestärkt mit Pentagramm. Und wenn ich das so weggewischt habe, so geistig, fallen sie wieder um. Das ist richtig, ja. Absolut. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, das bin ich mit meinem Bewusstsein. Aber wir haben auch dieses Szenario ausgegliedert in einer weiteren Testreihe. Und das war jedes Mal so. Ja, das ist richtig. Aber gerade wenn du das Pentagramm nimmst, da kommt es dann noch sehr darauf an, wie das steht, ob es auf der Basis steht
oder auf einer Ecke. Mhm. Weil das Pentagramm wurde immer in magischen Beschwörungen und so weiter wurde das eingesetzt, eben auch negativ. Nicht mhm. Aber im Mittelalter zum Beispiel hat man auch Häuser harmonisiert, indem man das als Schutzsymbol an die Türe gemacht hat. Selbstverständlich, ja. Und wie gesagt, ich meine, wenn ich Leute sehe, die sehr starken Elektrosmog ausgesetzt sind und reagieren darauf und ich sage, ich zeichne mal, dass ich das Pentagramm ans Fenster schreibe. Ja. Die sagen mir jedes Mal, das ist besser. Aber ich habe kein Erklärungsmodell. Ja, das zu erklären, dürfte auch sehr schwierig sein. Es gibt eben einfach Beispiele, die uns zeigen, dass es funktioniert. Ich war bei den Schamanen in Mexiko, da haben wir eben heilige Geometrie betrieben, haben gesehen, wie ganz bestimmte Formen sich auf den Körper auswirken. Es gibt auch noch ein schönes Beispiel, das mir ein Jumbo-Pilot erzählte. Der hat immer Jumbos geflogen auf Langstrecken. Und unter Jumbo-Piloten ist bekannt, man sollte sich entweder auf einer Höhe von 10.000 Metern aufhalten oder dann wieder 12.000. Wenn man sich auf 11.000 aufhält, passieren eigenartige Dinge. Die Jumbo-Piloten nennen das den Coffin Corner, also die Sargecke, die 11.000 Meter. Es scheint an der Form des Jumbos zu hängen. Du kennst ja diese Gebilde mit dieser Wölbung über dem Rumpf, die gewisse Energien erzeugt, die in der Höhe von 11.000 Metern dazu führen, dass die Piloten weg sind. Die sind irgendwie nicht mehr ganz da, machen eigenartige Dinge. Wenn sie auf 10.000 fliegen, auf 12.000 nicht. Ich kann das nur wiedergeben, was mir da dieser Ausbildner von Jumbo-Piloten eben eigentlich mitgeteilt hat. Das ist so ein Beispiel dafür, wie Formen sich auf uns auswirken können und wirklich Energieträger sind. Kennst du noch die Form, die Blume des Lebens? Ja, selbstverständlich. Weißt du, woher die wirklich kommt? Nein. Das ist so spannend. Ich hatte mal einen Gast, der Andreas Beutel vom Pythagoras-Institut. Ja, ja. Der hat eine Simulation gemacht mit 5 Planeten. Er hat diese 5 Planeten laufen lassen. Und am Schluss hatte ich auf dem Bildschirm die Blume des Lebens. Und das heißt, das war eine Betrachtung, die Menschen müssen wirklich diese 5 Planeten betrachtet haben und das nachgezeichnet haben. Das heißt, wir haben also auch diese heilige Form im Makrokosmos. Selbstverständlich. Und mit 3 Sternen hat das gemacht, da war dann der 5 Stern da. Ja, okay. Ja, das ist phänomenal. Das erstaunt mich überhaupt nicht. Schön zu hören, ja. Ein weiterer Beweis, dass eben solche Formen wirklich Energieträger sind und etwas bewirken. Ja. Selbstverständlich. Eben, ich wurde dann auch aufgefordert, so zu heilen mit der heiligen Geometrie. Nun, wenn ich das in Gedanken mache, dann geht das ja schon. Nur wenn ich das sonst so mache, dann hat man wahrscheinlich das Gefühl, das ist eigenartig, was da passiert. Der soll besser nach Hause zu gehen. Aber da sind wir auch wieder gebunden an Sitten und Bräuche der Gegend. Nicht nur hier in der Schweiz unterlässt man das besser, weil sonst hat man sofort den Anstich und mache da Hokuspokus. Hingegen, wenn du in Afrika bist und nicht sowas machst, nicht irgendwo noch einem Hund den Kopf abschlägst beim ganzen Ritual, dann kannst du auch wieder nach Hause gehen. Dort allein die Hände aufzulegen, das bringt gar nichts. Da kannst du dich verziehen. Je nachdem Sitten und Bräuche beeinflussen eben das. Aber wenn ich jetzt diese geometrischen Formen mal als Ordnungsstrukturen bezeichne, und jetzt sage ich mal einfach eine Disharmonie im Körper, wo sich Ausdruck verleibt in Form von Krankheiten, ist eine destruktive Ordnung. Richtig. Was ist, wenn ich jetzt eine heilige geometrische Ordnung zum Beispiel wirklich physikalisch hier draufklebe auf das Problem, dann müsste doch diese Ordnung die Unordnung in Ordnung bringen. Das war jetzt ein Zungenbürger. Ja, absolut einverstanden. Und das ist ja auch das, was passiert. Man weiß, dass Flüssigkeiten, Wasser eben ganz spezielle Eigenschaften hat. Es gibt diese Clusterbildung. Also wenn ich so eine Form hier auflege, dann wird sich die Flüssigkeit nach diesem Muster ordnen und wieder eben da Ordnung herstellen, wo keine war. Du kennst ja die von Masaru Emoto, diese Wasserbilder, nicht wahr? Da zeigt es ja ganz genau, was passiert. Wenn ich Wasser verfluche, also eine negative Schwingung da hineinbringe, ergibt sich ein grauenhaftes Bild. Wenn ich
das Wasser segne, bete dafür oder ein Wort wie Liebe oder so da hineingebe, dann ergeben sich wunderbare geometrische Formen. Aber auch geschmacklich auch schon. Das richtig. Eine ist viel, viel weicher, aber richtig. Es ist immer noch der gleiche Wasser. Ja, richtig. Und das andere ist ziemlich hart und fühlt sich sehr kalkhaltig an. Eben. Das hängt dann einfach vom Sensorium ab, das wir haben, ob wir das feststellen oder nicht. Die einen nehmen es wahr, die anderen nicht. Es heißt, im Hintergrund ist es selbstverständlich vorhanden, aber nicht jeder hat die Fähigkeit, das dann auch wahrzunehmen. Nicht? Aber das ist ein anderes Kapitel. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass eben solche Strukturen energiegeladen sind und ganz verschiedene Energien dann eben auch verbreiten. Wir brauchen alle möglichen geometrischen Strukturen in unserem Körper. Es ist nicht nur das Dreieck, Fünfeck, Sechseck, Achteck, oder auch Kugelform, sind alles Strukturen, die in uns existieren und die eine gewisse Auswirkung auf unsere Gesundheit haben. Und je nachdem, was ich stärke davon, wirkt sich eben aus. Weil eben das Blut als Flüssigkeit die Fähigkeit hat, diese Strukturen zu übernehmen und sich einzuordnen, diese Strukturen. Und das führt dann dazu, dass wir eben auch Heilphänomene damit bewirken können. Ich glaube, das ist eine große, offene Wissenschaft noch dahinter. Meine, wie soll ich ein Haus bauen, in welcher Form? Das wäre schon mal eine Frage. Absolut, es gibt alte Kulturen, die haben hier Tempel erbaut, die auch phänomenal sind, heute noch nicht begreiflich. Parthenon in Athen, auf der Akropolis zum Beispiel, hat eine Schwingung, die sich aufs Herz zum Beispiel sehr positiv auswirkt. Damit kann man sogar Herzkrankheiten heilen, nicht wahr? Also selbstverständlich gibt es diese Figur. Du kennst Feng Shui, das geht ja auch in diese Richtung. Da ordnet man im Raum gewisse Dinge nach ganz bestimmten Prinzipien an, damit eine bestimmte Schwingung, die wohltuend ist für den Menschen, entsteht. Oder harmonikale Bauten, nicht wahr? Du kennst vielleicht die Firma Ceres, kennst du sicher, ja. Die homöopathische Mittel herstellt, also oder phytotherapeutisch auch. Das Gebäude von Ceres da in Utwil ist nach harmonikalen Bedingungen gebaut. Das heißt? Der Kalbermatten, der Chef, sagte, er will, dass nicht vom Gebäude her schon negative Energien kommen, die die Pflanzen beeinflussen, nicht wahr? Okay. Abgesehen, die Ceres-Produkte, das ist absolut einmalig, was da alles berücksichtigt wurde, damit eben die Qualität dessen, was in der Pflanze drinsteckt, nicht beeinträchtigt wird. Er hat zum Beispiel auch Keramikmesser, die das Mazerat herstellen, nicht Metallmesser, weil er sagt, im Moment, wo ich eine Pflanze durchschneide, durchschneide ich Energiebahnen. Und wenn das Metall ist leitfähig, dann gibt es Kurzschlüsse. Das stört die Energie der Pflanze. Wenn ich ein Keramikmesser nehme, das ist nicht leitfähig, dann bleibt die Energie erhalten. Und so weiter. Also, das ist ein Thema, über das man sich auch unterhalten kann. Nur jedermann empfehlen, mal die Firma Ceres anzuschauen, sich durchführen zu lassen und zu schauen, was da alles berücksichtigt wird, damit ja die Energien, die in der Pflanze inhärent sind, nicht zerstört werden. Da könnten wir noch allerhand lernen. Ja, ich meine, das ist das nächste Thema letztendlich. Ich meine, es ist stofflich nichts drin und trotzdem wirkt es. Yes. Ja. Und da ja, muss damit man ja auch wieder verstehen. Die sogenannte Wissenschaft Mühe. Man redet ja in der Homöopathie auch nicht vom Verdünnen, sondern von Potenzieren. Weil eben, je weniger materieller Anteil da drin ist, desto wirksamer wird das Mittel. Nicht mehr. Und eben von der normalen, gängigen Physik her gesehen ist das ein Unding. Wenn nichts mehr materiell vorhanden ist, kann nichts mehr sein. Aber es geht um Informationsmedizin. Es wird eine Information übermittelt. Wenn du zwei Tonbänder nimmst, BASF, beide absolut gleich. Auf meinem Tonband ist Mozart, auf dem anderen Jimi Hendrix. Du gibst das ins Labor zur Untersuchung. Ja, was kommt raus? Ist beides dasselbe. Ja. Wenn du es aber im Kuhstall laufen lässt, bei Mozart geben die Kühe mehr Milch, bei Jimi Hendrix verweigern sie. Eben, weil da geht's um die Information. Und selbstverständlich, je geringer der materielle Anteil ist, da sprechen wir von Dimensionen D30 bis D32, das heißt 10 hoch 30 bis 32, dass kein Molekül der Materie mehr vorhanden ist. Dann kommt man in einen kritischen Bereich, weil da wird Homöopathie dann
auch gefährlich, wenn man nicht weiß, was man tut. Da kann man Konstitutionen verändern. Nicht? Das kann also Schaden anrichten, wenn man da nicht weiß, was man tut. Nicht? Mhm. Weil eben, dann kommt die Information rein rüber, nicht mehr behändigt durch materielle Anteile. Nicht? Wobei auch dort... Ja, auch dort, wenn man diese Bilder anschaut von solchen homöopathischen Produkten, sieht man auch immer wieder unglaublich schöne Formen. Richtig, genau geometrische das. Formen, Strukturen. Genau das, ja. Die durch die Information so versehen ist und in unserem Körper ebenfalls eine Ordnungsstruktur wiederherzeigt. Eben, die Information wirkt dann auch in der Richtung formgebend, dass sie Strukturen schafft, die mit unserem Körper in Resonanz gehen können, mit den Strukturen, die wir haben, in Resonanz gehen können, mit den Grundstrukturen, nicht mit den durch Einflüsse der Umwelt und so weiter, fehlerhaft geformten Strukturen, die wir dann eben auch wieder haben. Da hat sich auch mal eine Firma aus Zürich, ein Bioladen, auseinandergesetzt und Bilder gemacht vom Bio-Nahrungsmittel, Demeter-Nahrungsmittel oder eben vom Großhandel und diese Bilder verglichen. Und da sieht man eben auch unglaublich, wie schöne Strukturen, dass da vorhanden sind mit feinen Ästen und. Also richtig Traumbilder. Also abgesehen davon, du kennst ja die Forschung von Popp, nicht mal mit den Biophotonen. Klar. Er hat ja auch Nahrungsmittel untersucht daraufhin, was wirklich essentiell ist für unseren Körper, was wir aufnehmen können. Und habe festgestellt, so Tomaten aus dem Orsol-Produktion, da sind sozusagen keine Biophotonen mehr vorhanden. Da nimmt man Materie zu sich, aber nichts, was den Körper wirklich nährt. Nicht? Und eben, was den Körper nährt, das sind eben solche Grundstrukturen, die in Harmonie sind mit dem, wie wir eigentlich aufgebaut sein sollten. Mhm. Und da versündigen wir uns das ganze Leben wieder dagegen. Mhm. Sojana hieß das Buch, genau, von diesem Zürcher, der diese Lebensmittel... Sojana, so ein paar schönen Strukturen gezeigt hat, wie das aussieht und dass das eben dann auch eine Wirkung hat auf unseren Körper. Ja, selbstverständlich, ja. Eben, also wir sind umgeben immer wieder von Strukturen und es ist schon nicht ganz gleichgültig, mit was wir uns umgeben, nicht wahr? Wir können uns richtig schädigen damit, je nachdem, was da um uns herum ist. Eben, um wieder auf Feng Shui zurückzukommen, die Leute, die das betreiben, bemühen sich ja, aus unserer persönlichen Umgebung all das auszuschalten, was negative Einflüsse auf uns haben könnte. Nicht? Oder dann auch mit Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Kristallkugeln, Schwingungen hineinzubringen, die wieder positiv sind. Mhm. Wenn sich Licht bricht in einer Kristallkugel, gibt es ja diese Auftrennung in die Regenbogenfarben, man sieht da die schönen farbigen Kringel überall im Raum, nicht? Das hat selbstverständlich wieder eine positive Wirkung. Nicht? Ich hatte mal ein bisschen etwas über Fibonacci gelesen, auch das ist ja so eine Form, die daraus resultiert, die sehr harmonisch ist. Sehr viele Kirchen haben da, wo die Orgel steht, dieser Bereich ist genau nach Fibonacci gebaut, damit dann der Klang ein ganz anderes Volumen hat. Das ist richtig, ja. Und dann sieht man ja genau diese Fibonacci-Formen auch wieder im Wachstum von Sonnenblumen zum Beispiel. Richtig. Eben, dann sind wir dann wieder bei den Fraktalen auch, die wir von der Mathematik kennen. Das Chaos, das viele immer noch propagieren, hat ganz gewisse Strukturen, die sich wiederholen. Im Kleinsten wie im Größten. Überall immer wieder dieselben Figuren im Hintergrund. Wobei eine außerordentlich wesentliche ist die der Spirale. Nicht wahr? Mhm. Die Spiralform ist eigentlich eine der Grundformen des Lebens überhaupt. Nicht wahr? Und schau eben wieder in so ein Weltall, die Spiralnebel, nicht umsonst. Wir sind ein Abbild dessen, was da außen auch wieder läuft. Nicht? Und trotzdem hört man eigentlich hierzulande sehr wenig Wissenschafts- in diesem Bereich drin, in dem Bereich der Forschung, was es jetzt auch für die Medizin für Vorteile gäbe, hier mit Strukturen und Formen zu arbeiten oder in welchen Formen wir am besten leben sollten. Eben da macht man schon Fortschritte im Untersuchen von verschiedenen Energieformen, aber das ist leider immer alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen, nicht wahr? Weil eben auch da fehlt rein materiell das Instrumentarium, um solche Dinge zu begreifen. Mhm.
in Sechseck, natürlich sehe ich das, wunderschön. Aber was das schwingungsmäßig bedeutet, da fehlt uns das Instrumentarium, um das messen zu können. Und darauf ist ja die Wissenschaft immer scharf, dass man das messen kann und also augenfällig machen kann, dass das so ist. Da fehlt uns das Instrumentarium. Das sind eben dann Menschen, die sehr sensitiv sind, die das spüren können. Oder eben, man braucht gar nicht so sensitiv zu sein, die kinesiologischen Tests zeigen ja, dass da Energien am Tun sind, die wirksam sind. Mhm. Genau, kinesiologisch. Und wir haben es auch noch mit HRV gemacht, Herzratenvariabilitätsmessungen, Hirnströmmessungen, EEG-Messungen. Also der Körper reagiert schon auf die geometrischen Formen. Ja. Eben auch Klangformen. Ich arbeite ja auch mit Klangschalen. Klang hat seine Auswirkung. Wenn ich eine Kristallschale anschlage, da haben wir Messungen gemacht mit einem Physikprofessor, der das Instrumentarium hatte. Beim Anschlagen einer Kristallschale, beim ersten Anschlagen schon, ändert sich die Herzratenvariabilität um 50%. Die Herzratenvariabilität, um das zu erklären, gibt ja im EKG, gibt es diese Kurven, ein Peak und dann ein paar kleine Zacken und dann wieder ein Peak, großer Zack. Der Abstand zwischen diesen zwei Peaks, der muss variabel sein. Mhm. Das ist der Ausdruck der Lebensfähigkeit eines lebendigen Wesens. Mhm. Wenn das variabel ist, dann ist die Lebenskraft in Ordnung. Wenn das ganz gleichmäßig wird, ist man kurz vor dem Herzinfarkt. Mhm. Das sind schon Dinge, die man eben nun auch messen konnte, die man festgestellt hat. Mhm. Und dann ist es eben schön zu sehen, dass eine Klangschale Schwingungen erzeugt, die eben heilsam sind für den Körper. Wenn ich eine Salatschüssel nehme, ist wieder ganz was anderes. Das sind dann Schwingungen drin, die absolut nicht förderlich sind. Ja, auch bei der Klangschale, wenn du mal Wasser reinleerst und dann von außen anschlägst, dann siehst du hier das schönste Muster. Richtig, genau. Die schönsten Formen, also das Wasser wird sichtbar durch diese Schwingung des Klangs. Verändert sich der Ton. Ja. Die Tonhöhe, wenn du Wasser hineingibst, nicht? Weil das verändert ja an der materiellen Struktur dann wieder etwas, was sich eben hörbar, bemerkbar macht dann auch. Lässt sich damit auch erklären, dass Klänge letztendlich auch eine Wirkung haben für eine Therapie, weil hier auch wieder Ordnungsstrukturen auf destruktive Strukturen treffen und eine Ordnung vielleicht erzeugen können. Ja, selbstverständlich. Zumindest ein Wohlbefinden. Es ist alles Schwingung. Wenn ich beim Heilen arbeiten, wir ja eigentlich mit der Lichtfrequenz, wobei das ist nicht das Licht, das wir das mit unseren Augen wahrnehmen, das geht viel weiter. Und Licht und Klang gehen ineinander über. Ist eigentlich ein und dasselbe, für unsere Sinne nicht dasselbe, aber im Hintergrund ein und dasselbe. Schwingungen, die ganz bestimmte Funktionen erfüllen, nicht wahr? Und man kennt das ja sogar aus der Sprache. Es gibt die Synästhesie, nicht wahr? Also Leute, die Töne hören, sehen Farben. Leute, die Farben sehen, hören Töne und so weiter. Wir sprechen auch von Klangfarbe, nicht wahr? Da zeigt sich ja, das sind Dinge, die ineinander übergehen, die unsere Sinne uns getrennt darstellen. Aber im Hintergrund ist das alles eins. Das sind wieder bei dem Phänomen, bei dem wir vorher schon waren, mit der Raumzeit, das sind Dinge, die schwer erklärbar sind, weil sie von uns nicht so erlebt werden in unserem normalen Seinszustand. Leider Gottes. Jetzt mit deinen vielen Lebensjahreserfahrungen im Bereich auch der heiligen geometrischen Formen, siehst du die auch als Schutzartikel durchaus als interessant? Aber selbstverständlich, keine Frage, selbstverständlich. Weil da gibt es ja vieles auf dem Markt, wo man immer sagen muss, oh, ich weiß nicht. Ich sage immer, wenn es eine heilige Form ist, dann super. Aber auch bei der Blume des Lebens zum Beispiel, wo ich gesehen habe, wenn es noch einen Kreis ringsherum hat, keine Wirkung mehr gemessen. Aber war sie offen, also nicht eingegrenzt durch diesen Kreis, hat sie gewirkt. Und da habe ich mir gesagt, ja, wie ist es denn hier oben? Ja, da gibt es auch keinen Kreis, der alles einzählt, oder? Da hat man wirklich einen Fehler gemacht bei der Umsetzung. Aber sobald sie offen ist, das ist einfach erstaunbar. Eben, also da können wir schon leider Gottes dann auch beschränkend einwirken. Ich sehe das auch bei den Klangschalen wieder. Ich habe meine Schalen natürlich so ausgewählt, dass sie klanglich auch zueinander passen. Also eine Terz bilden zum Beispiel. Gut, wenn ich sie miteinander anschlage, beschränkt das ihre Wirkung, nicht?
die Schale allein hat die viel größere Wirkung, als wenn sie mit den zwei anderen Schalen zusammenklingt. Da wird das Spektrum eingeengt auf den gemeinsamen Teil. Ist nicht mehr so wirksam wie jede Schale einzeln. Eben, das sind so Phänomene, die man berücksichtigen sollte. Oder eben auch, was wir aufstellen in unseren Räumlichkeiten. Das hat schon Einfluss und es sollte nicht ein allzu großes Sammelsurium von allen möglichen Energien sein. Es sollten Energien sein, die sich gegenseitig unterstützen. Einander also potenzieren, auch wieder statt einander einschränken. Nicht? Mhm. Und da machen wir natürlich viele Fehler in der Richtung. Es wäre eben auch nötig, dass in Schulen zum Beispiel darauf geachtet wird, dass da geometrische Formen sind, die dem Körper wohltun, also dem Menschen, der darin arbeitet, wohltun, ja. Nicht ihn noch beschränken. Nach einem gewissen Ausdruck von Schönheit vermittelt. Und Beton zum Beispiel als Material ist schon nicht gerade das Wahre. Das beschränkt sehr vieles, während dem Holz eine ganz andere Schwingung verbreiten würde. Das wären so Dinge, die man machen könnte. Danke, ganz herzlich. Keine Ursache, ich danke, dass ich hier sein darf. Ich studiere gerade wieder, ob ich jetzt dir lieber André sagen soll oder lieber Peter. Bleib beim André. Damit wir den Kreis wieder schließen zum Anfang. Lieber André, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es war natürlich nur ein ganz kurzer Abriss über diese ganzen heiligen geometrischen Formen, die mich eigentlich auch schon sehr lange faszinieren, speziell wenn man sich auch mal mit den Pyramiden von Gizeh auseinandersetzt oder ein Buch darüber liest, dann wird man einfach nur noch in Demut schwimmen und sehen, dass das ganze Kosmos, die ganze Universum auf solchen geometrischen Formen aufgebaut ist. Und wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, dann erkennt man das überall, dass diese Formen bestehen. Richtig. Das die Wunder der Natur. In diesem Sinne nochmals danke, André, und Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.